Ich hoffe mal, dass ich jetzt. Ah, ich bleib sogar im Auto sitzen. Aber ich kann nicht mehr fahren. Okay. Der ist ja ganz gut. So. Der hat jetzt natürlich ein bisschen zu kurz geschlafen. So, wir sind inzwischen in Feldkirchen angekommen. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo der Mehmet seinen Dönerstand hat. Weil da in der Nähe ist das Gemeinderatshaus. Einparken. Ups, sorry. Was war denn das Aussteigen denn? Ah, hier, okay. So. Na, der Jürgen ist auch schon da. Guten Morgen. Ja, ah. alles fit? Ja, ein bisschen Servus. Früher, aber sonst geht's. Servus. Ja. Moinsen. Es ist Vollmond, ne? Ja, ja, da ist ein bisschen dunkler wie sonst, ja. Ja. Oh, der hat noch zu, ey. Ich hab Hunger. Da. Was ist denn hier drüben? Was? Oh! Darkness, hey! Ja! Er ist dran vorbeigefahren. Naja. Ah, der dreht noch eine extra Runde. Oh, das ist aber auch laut. Oh, hey, ich werde hier. Hey, Stefan. Oh. Wo fährt der denn lang? Fährt der hier? Hey. Wer ist das denn? Das ist der Franz Schneider. Na, wenn das die Polente sieht, dann ist rum. Hoffentlich, ist hoffentlich sehen sie es. Sagt nichts. Sagt nichts, sagt nichts. Was folgt, Nanny? Ja. Falls. Was folgt mir euch? Ja! Ihr seid vom! Du Lutscher! Oh, du hast Blinker an. Warnblinker. Hat die Außenform. Soll ich rausfahren? Das ist deine Entscheidung. Ja, ich fahr raus. Schönes altes Teil hast du da. Danke. Da ist der Parkplatz. Aber ich weiß nicht, ob du hier rauskommst. Ich komm überall raus. Ja, du Schulter. Hey, ich seh jetzt schon Kopf. Ich muss die Schulter neu umschnallen. Okay, ah, hat er Glück gehabt. Glück gehabt, ey. Wer lässt sich denn von euch aufstellen als Bürger, als Gemeinderat? Bett. Ah, zu so. Hey. Hab genug zu tun. Ey, wer strullert? Ah. Den an, der strullert da drüben. Ich bin jetzt mit dem da, mit dem IAC gute 2 Stunden von da oben runtergefahren. Wie schnell läuft denn der Dinger? Ja, wenn es ganz gut läuft, 40, aber nur wenn es ganz gut läuft. Okay. Also an manchen Tagen geht er besser, an manchen schlechter. Also, das ist halt ein bisschen. Also vorhin bin ich überhaupt nur 20 gefahren, weil irgendwie, keine Ahnung. Schwach. Habe ich mal eine Runde drehen mit dem Ding? Ja.
Aber bitte nicht anfahren, weil der ist viel mehr. Jo, kannst du mir noch einen Schlüssel geben? Ja, kann ich. So, wo bleiben denn die anderen? So. Okay, sie haben vor. Ja, was? Wer sitzt noch in meinem Auto? Bist du nur da, hä? Nein, Gas! Oh Gott, ey! Was bläst denn der da oben raus, ey? Der ist eine schwarze Wolke, zieht er sich hinter sich her. Hallo? Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, wenn ich mit dem Ladewagen hinten herfahre, da ist ja noch das Doppelte. Hier in den John Deere. Oh, das ist geil. Wer ist denn das hier? Das ist der Herr Neumann wahrscheinlich. Das LU ist das. Ein bisschen zurück. Ah, da war ein bisschen Luft hat er gelassen. Hallo, Herr Neumann, guten Morgen. Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Abend. Wo haben Sie denn den Führerschein gemacht? Ja, das Einparken müssen wir noch mal üben. Ja, dann ist es halt Stammdauer hier, ey. Halleluja. Ach, ist noch ein Zentimeter Platz. Das passt. Ja. Schönes Style hast du. Also Frauen dürfen so parken, gell? Das, nur, dass das klar ist. Ja, das ist schon an der Grenze. Aber auch nur die Blondinen, du. Ja. Bei Frauen drückt man halt ein Auge zu. Ey, wer hat denn hier geparkt, ey? Herr Neumann. Sag mal, hättest du den Bauer erwischt, hättest du wohl heute wieder Arbeit gehabt, doch. Jetzt höre ich dir. Muss man gerade gucken, ob man da hinten dran Platz. Auf Raum zu schneiden. Ey, hallo, ey, der hat mich jetzt mal angefangen. Hallo, wer bist denn du? Hallo. Wer sind Sie? Ja, Hinterberger, sagt man. Ey, pass auf den Spiegel auf. Moin. Moin. Und Sie sind? Ich bin der Jürgen Rasix. Ich bin der Bauhofinhaber. So parken. Was? Hofbau? Sie beschäftigen sich mit Hofbau, das finde ich gut. Ja, Bauhof, genau. Zum Bach. Wo ist denn der Neumann jetzt schon wieder hin? Grüß dich. Oh. Gut geparkt. Oh, da kommt. Oh, da. Ich bin weg. Ciao, Leute. Da kommt ein blaues Auto. Ich bin mal bei Mehmet. Der hat noch zu, ich hab schon geschaut. Der macht erst um 10 auf. Nee, nicht so mehr. Wird eigentlich so richtig. Hallo. Hallo. Sind alle da? Nee, ja. Mein Mitarbeiter fehlt noch. Martin. Der Nikolas. Hm. Kommt der zu Fuß oder wie? Der Martin, der kommt nicht. Ach so. Okay. Der kommt wahrscheinlich verspätet, aber. Okay. Nee, der kommt eigentlich mit einem Auto. Wünsch mal Ihre Toilette benutzen, ich muss ja ans Trinken. Danke. Herr Richter? Danke! Sehr gerne. Wo ist denn der hin? Sitzt was? Im Auto. Was machen Sie da? Ich hab die Frau gefragt, ob ich bei ihr die Toilette benutzen darf. Okay, gut. Herr Richter, können Sie mal kurz vier Augen? Ja. Der bläst aber auch ganz schön viel raus. Der Herr, kommen Sie mal gerade mit. Ja. Der Herr Hofer, als er hier angefahren kam. Also zum einen schauen Sie mal, warte mal. Moment. Gucken Sie mal hier auf den Boden. Ja. Sehen Sie das? Ja. Wo? Hier? Ja, gucken Sie mal auf den Boden. Hinter hier. Direkt links von Ihnen. Bisschen. Sehen Sie die Traktorspuren hier? Ja. Ja. Es ist nur ein Traktor anwesend. Mehr sage ich dazu nicht. Herr Hofer? Nee, nicht der Herr Hofer. Das war der andere, der Schneider. Und gucken Sie mal hier, aber passen Sie auf, da ist ein bisschen feucht. Boah, wer war das denn? Ja, das war der Hofer. Okay, so. Gut. Also, dann gehen wir mal rüber. Ja, warte mal, wo sind denn alle? Ja, bei dem anderen Auto Herr auch, Hofer? Da sind Licht an. Herr Cordes, wo sind Sie denn jetzt? Herr Hofer. Herr Cordes! Oh, da kann schon mal ein Brief rein. Sie? Wissen Sie, was Sie machen? Wir machen haben? Der Hofer? Wissen Sie nicht?
Boah, Brief in den Kasten werfen. Ich habe ihren Wagen nicht mal berührt. Volker! Dann lass uns mal zu Mehmet gehen. Was los? Was machen wir denn jetzt hier? Herr Richter, wir müssen noch mal sprechen. Ja, wir müssten gleich mal alle, können mal gerade alle mit auf die Seite kommen? Herr Hofer, Sie kommen bitte gleich nach der Veranstaltung mal zur Polizeiwache. Aha. alle da? Gibt's heute frei Bier? Nein, gucken Sie mal auf die Uhr. Mann. Kein Bier vor vier ist schon rum. Ja. Wenn Sie danach alle noch fahrtüchtig sind und die Polizei das absegnet, dann ist mir das relativ. Wir haben uns hier versammelt, um den Gemeinderat neu zu wählen. Da wir in einer neuen Ortschaft angekommen sind, sollten wir auch einen neuen Gemeinderat wählen, weil das einfach so sein sollte. Ja. Die aktuellen Gemeinderäte sind ja noch bekannt. Das ist einmal hier der Herr Neumann. Herr Peter, wo sind Sie? Ah, hier. Herr Peter, oder? Nee. Warum? Da, ja. Auf der Bank. Ist da? Ja, das bin ich. Ah ja. Ja, die Fendmützen. Das bist du, ja. Jetzt wäre halt allgemein erstmal die Frage, wer möchte sich aufstellen lassen, wer möchte wieder kandidieren, der kommt einfach mal hier vor die Tür. Ich bin mit Lukas Müllers Dings da. Sag mal, wer steht hier vorher? Dann soll man hier runtergehen, ich seh dich! Das ist der Herr Hofer. Und dann gehen Sie mal zur Seite, dass Sie alle verstehen. Also mehr Leute möchten Sie nicht aufstellen lassen? Also, Varuna? Ja? Ich möchte mich wieder wählen lassen und ich habe das von Lukas. Wo müssen wir uns aufstellen? Von dem Herr Müller, der ist gerade gar nicht da, oder wie? Ja, genau. Ah, okay. Hier an der Türe. Ja. Ist das so sicher? Ja, das passt schon. Ich kletter gerne. Herr Hofer, wenn Sie aufstellen wollen, hierher zu kommen zur Türe. Hallo? Wollen Sie sich aufstellen lassen zur Gemeinderatswahl? Nein. Hallo, jemand da? Gut. Hat man eine Pistole dabei? Dann haben wir jetzt eine etwas defizile Situation. Moment, 4 Leute lassen sich also aufstellen. Ja, genau. Okay, gut, dann haben wir es ja doch so. Dann würde ich sagen, dass Sie fangen mal an, Herr Neumann, mit der Bewerbung zum Gemeinderat von dem Herrn Müller, Lukas Müller. Jo, dann fange ich mal an. Sehr geehrte Bürger in Grünfelder Land, da ich leider aufgrund von einem Ereignis nicht an der Stadtratswahl teilnehmen kann, möchte ich Ihnen mein Programm schriftlich geben. Ich möchte in den Stadtrat, damit es Subventionen für Landwirte, ich glaube, da ein Sprachfehler, bevorzugt finanzschwächere Steuereinnahmen gerecht verteilen, spricht finanzstarke Agrarunternehmen mehr zu belasten als finanzschwachen alleinigen Bauer. Sitzung vom Stadtrat teilweise öffentlich machen. Herr Richter, ich bitte Sie mal da einzuschreiten. Herr Schmitz. Und Einwände von Bürgern berücksichtigen. Mehr Geld in die Feuerwehr und Polizei sowie Krankenwagen stecke. Damit die Sicherheit der gesamten Region Grünfelder Land sicherheitstechnisch gut aufgestellt ist. Kraftfahrzeugsteuer für Traktoren senken und für Autos Luxusgeräte erhöhen. Verpflichtende Kraftfahrzeugeversicherung. Hier steht Listung, aber ich glaube, es ist Leistung gemeint. Von Fahrzeugen, um illegal fahrende Fahrzeuge aus dem Verkehr zu ziehen zu können. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Kandidat Lukas Müller. Das war's. Mal in Abwesenheit. Okay, dann hier steht der Herr Kortes noch? Nee, Franz Schneider.
Ha, Herr Schneider, dann sind Sie dran. Stups ihn mal an, ich glaube, der ist eingeschlafen. Ich? Ja, Franz. Ja. Hallo. Also, Chris, denk, ich bin ja. Probieren Sie bitte Hochdeutsch zu sprechen. Ja, grüß dich. Wird's heute noch was, also, oder soll ich mal vorbeikommen? Also, ich möchte dafür sorgen, dass die Beiträge erhöht werden für die Bauern, und wenn sie zum Beispiel ein neues Futterhaus bauen, dass da halt der Staat ein bisschen mitzahlt. Das gilt auch für Maschinen. Und dann möchte ich auch noch sorgen, dass die Strom werden die kostet und ja, und ich möchte halt dann auch, dass mehr Geld in Krankenhäuser stecken gegen Krankheiten, dass da halt weniger Krankheiten dann sind, und ja, das war's. Also mit freundlichen Grüßen, Herr Schmidt. Sie haben sich auch super vorbereitet, muss ich sagen. Sie heißen aber Schneider, oder? Bin ich da gerade verwirrt? Ja. Okay. Schneider, Schmidt. Herr Schmidt, packen Sie jetzt die Kettensäge weg. Thomas, setz dich ins Auto und guck noch ein bisschen. Herr Neumann, Sie oder ich? Ist der auch eingeschlafen? Hallo? Also nur zur Info, ein Futterhaus ist ein Stall. Machen Sie jetzt erstes.